So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und es ist soweit. Der Dezember ist im Haus, ja, ne? Die WWF ist auch in your house, ne? Deswegen gibt's auch passend dazu hier diesen Undertaker Pullover. Guckt euch das an. Das ist der Unternehmer. Das ist so ein richtig hässlicher Weihnachtspullover. Den werde ich jetzt bei allen 24 Türchen anziehen, denn wir haben natürlich wieder einen Bier-Adventskalender vorbereitet. Jeden Tag ein Bier-Tasting, jeden Tag ein Etikett bewerten, jeden Tag Farbe, Geruch, Schaum, alles dabei. Und wir haben natürlich auch für Adi wieder einen Weihnachtskalender, aber der Adi hat irgendwie gestern seinen Weihnachtskalender kaputt gemacht. Das zeige ich euch aber jetzt gleich. Das ist das erste Türchen. Ich produziere das immer einen Tag vorher. Das heißt, ich sauf jetzt am Dienstag ein Bier auf den Mittwoch, damit Mittwoch das Frühst gleich rauskommt und ich dann Mittwoch ein Bier sauf für den Donnerstag. So ist der Plan. Wir haben hier den Bier-Adventskalender, aber davor haben wir hier den Adi-Adventskalender. Guck doch mal, ist er nicht schön? Eigentlich, wenn er nicht schon jetzt irgendwie alles kaputt gerissen hätte und hier das total zerrissen hätte und hier jetzt alles rausguckt. Ich suche mir jetzt trotzdem mal Türchen Nummer 1. Das ist, das ist hier unten. Türchen Nummer 1. Und hier ist eine Tüte drin, ja. Wird ja bald alles legalisiert, ja. Das Katzenfutter auch für Menschen. Da freuen die sich natürlich. Stellen wir das hier hinten hin, machen das mal auf. Da kriegt der Adi nämlich sein Tütchen. So. Adi, guck mal. Adi, ist das was? Er hat aber hier mal Durst, also Hunger. Adi, ich tue es dir mal hier reinpacken. Da kannst du in Ruhe dein Futter naschen und wir kümmern uns jetzt hier um diesen Oschi, den wir wieder hier hinstellen. Und als allererstes müssen wir natürlich das Verkostungsglas rausnehmen. Das befindet sich nämlich immer hier oben links. Mit hier einem Büchlein und hier mit einem Glas. Ihr werdet es nicht glauben. Ich kaufe mir den jedes Jahr für 50 Euro, nur damit ich an so ein Bier-Tasting-Glas komme. Da habt ihr hier natürlich auch immer dabei schön euer Tipps für das richtige Bier-Tasting. Ihr seht, welche Kalender es alles gibt. Ihr könnt da durchblättern. Das ist ja alles schön und herrlich. Das ist ja alles eine Werbung für die App. Das ist auch cool, die ganzen Unterschiede. Welche Farbe was bedeutet und was ist. Und hinten natürlich auch diese Tabelle, wo ihr jeden Tag euer Bier eintragt. Den Namen und dann bewertet ihr Etikett, Farbe und Schaum, Geruch und Geschmack. Und am Ende wisst ihr dann, welches das beste Bier ist. Wir fackeln nicht lang rum. Wir suchen jetzt auch hier gleich mal die Nummer 1. Und die Nummer 1 ist direkt daneben. Zack, das ist das erste Bier. Um was es heute geht, das ist natürlich wieder da. Perlenzauber, wie schon das letzte Jahr und das Jahr davor ist die 1 immer Perlenzauber. Aber jedes Mal mit einem anderen Etikett. Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass da halt wirklich jedes Jahr immer genau die 24 gleichen Biere drin sind. Und damit ihr nicht merkt, dass das die gleichen sind, drucken sie halt extra ein neues Etikett. Ja? Typisch hier diese Meerjungfrau, die da in dem Wasser rumfliegt, ja, schwimmt, da durch das Guckloch guckt. Total betrunken ist und dann trotzdem im Wasser, aber die kann ja atmen, das ist also alles cool. Ist halt bis 7.22 Perlenzauber Edition 21. Kaleas Perlenzauber ist Gypsy Brewing und wird jährlich in einer anderen Braustätte gebraut. Diesmal durften die Brauer aus der Fürst-Karl-Schloss-Brauerei Ellingen tüfteln und die perfekte Rezeptur entwickeln. Verwendet wurden regionale Rohstoffe wie Aroma-Hopfensorte, Hallendauer Gold. Erfahre mehr über dieses Bier im Live-Interview. Da kannst du sogar dein Handy dranhalten, hast ein Interview mit den Herstellern des Bieres und die sagen dir dann, was abgeht. Jetzt müssen wir aber natürlich das Etikett bewerten. Also an sich sieht das sehr schön aus. Hier diese verschnörkelte Schrift auch, Perlenzauber, Dry Hopped Edition 2021. Du hast halt hier diese Dame drauf, das ist alles hier immer so
schiffsmäßig gehalten im Guckloch, dass die von außen in euer Schiff reinguckt, ja. Sieht an sich jetzt nicht so verkehrt aus. Ich würde trotzdem nur eine 3, also 3 von 5 Punkten geben, weil, ja, ist mir alles doch ein bisschen noch zu düster. Ich brauche was Hippes, was Frisches, was Ansprechendes, also 3 von 5 für Kronkorken. Hier, guckt euch den Kronkorken an, mit dem Pferdchen drauf. Den hauen wir jetzt mal weg. Da ist ja gar kein Druck drauf, Bruder. Dann müssen wir es natürlich noch einfüllen. Beim Einfüllen, das ist immer sehr wichtig, dass wir dann sehen, die Farbe, und müssen die Farbe bewerten. Jetzt könnte man ja wirklich vergleichen, was die letzten waren, die wir getestet haben. Und ich glaube, das Perlenzauber war bisher noch nie so dunkel. Ist da jetzt wirklich nicht nur das Etikett anders, sondern auch der Inhalt? Das wäre ja Weltklasse. Schaum ist auf jeden Fall da. Ich denke mal, wenn man anders einschenkt, ist einfach noch mehr Schaum da. Wenn man noch anders da einschenkt, ist gar kein Schaum da. Es perlt auf jeden Fall, also es steigt immer hoch auf, es sieht gut aus, es ist auf jeden Fall, die Kohlensäure fliegt dir ins Gesicht. Farbe? Boah, ich kann mich nicht, beim ersten ist es immer so ein Problem. Ich glaube, Farbe gebe ich auch 3. Das ist zwar an sich klar, aber nicht so klar, wie es sein könnte. Es ist halt etwas dunkel zusätzlich. Ich brauche eigentlich so ein richtig schönes, klares, goldenes Bier. Das spricht mich am meisten an. Das ist halt jetzt, für das, was es ist, ist okay. Aber für mich auch nur eine 3. Ne? Geruch kommt auch noch dazu. Riecht wieder wie ein Stück Seife, ne? Das ist also, Geruch machst du auch eine 3. Ich glaube, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Oder wo es reinläuft, nämlich gleich in mich. Ja, solange wie das jetzt hier noch rumkaspert, da ist ja jetzt noch was in der Flasche, verstehe ich gar nicht. Haben die Flaschen jetzt größer gemacht? 0,33. Wie viel Umdrehung hat das überhaupt? Steht das auch irgendwo? Das hat 5,4%. Ich werde jetzt aus der Flasche einfach den Rest nehmen zum Probieren. Ja, irgendwie genauso hatte ich es in Erinnerung. Irgendwie so. Ja. Schmeckt halt bitter, schmeckt trotzdem irgendwie seifig, ist ja auch unter Wasser immer alles, was da gemacht wird, also für mich auch einfach eine 3. Im Endeffekt, wenn ich ein anderes, besseres habe, würde ich es vielleicht auf 2 runterstuben. So prickelnd ist das jetzt nicht, ja, also so gut finde ich das jetzt nicht. Ich bin das Gute gewohnt von Master Gossi, deswegen stinkt das jetzt ein bisschen ab. Wir werden jetzt das uns hier reinpumpen. Ich würde trotzdem sagen, 3 muss reichen für das. Beim zweiten ist das besser, dann kannst du mehr abschätzen, dann kannst du besser bewerten. Also Perlenzauber Dry Hop mit 5,4 im ersten. Vergleicht mal mit dem letzten Jahr. Und habt ihr auch einen Bier-Adventskalender? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Du merkst, du kannst nicht mal richtig rülpsen, weil da so viel Kohlensäure und Schaum ist, dass der Druck einfach nur in den Schaum sich umwandelt und also das geht auf jeden Fall besser, ne? Wir sehen uns morgen beim Türchen Nummer 2.